Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon, Baum der Stille. Ja, ob das jetzt die letzte Aufnahmesession für mich ist, weiß ich noch nicht. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass ich in dieser Aufnahmesession noch bis in den ersten Frühling definitiv gehe. Und ja, dementsprechend heißt das für uns, wir müssen pro Tag, den ihr, also pro Folge, die ihr seht, definitiv zwei Folgen hineinbringen. Das heißt für uns in erster Linie, zack, Tiere rauslassen. So viel wie möglich gießen, vor allem die Märzbecher hier oben. Da oben, der ihn eigentlich so komisch aus. So wahrscheinlich, weil da in der Mitte noch so ein beklopptes Kraut ist. Ist mir alles hier versaut. So, dann, was haben wir heute? Heute haben wir Donnerstag, da müsste auf der Brownie Ranch definitiv, sage mal, offen sein. Ach nee, Märzbecher sind hier unten, bin ich doof. Und hier komme ich da oben. Ich hätte übersehen. Ja, ich habe gerade versucht, ja gut, also was heißt übersehen? Wahrscheinlich deshalb, weil ich noch ein anderes Spiel aufgenommen habe, in dem Fall Resident Evil 2, das Remake. Und wenn man halt die ganze Zeit auf einem dunklen Bildschirm starrt, da kriegt man wahrscheinlich erstmal nicht ganz so viel mit, wenn es immer nur die gleiche Helligkeitsstufe soweit ist. Also haben sich die Augen wahrscheinlich zu sehr ins Dunkle gewöhnt. So, wir kümmern uns soweit nur um unsere erwachsenen Tierchen hier. Die Hühner und Enten lassen wir soweit in Ruhe. Denn wir wollen ja noch so schnell wie möglich ins in den nächsten Tag hinein starten. Problem ist natürlich, dadurch, dass wir die Interaktion mit den Tieren haben, dauert das mal wieder ein bisschen. Oh, Elsa hat eigentlich gerade gefressen. Und in dem Moment würde ich sagen, als ich sie gebürstet habe. Hallo, Luna? Okay. So, dann müssen wir nur noch melken. Natürlich echt schade, dass wir für den Erzbecher, also dass wir da keinen mit rüber gehabt haben, denn dann hätte ich das definitiv alles mal abkürzen können, denn ich möchte ja auch noch das nächste Spiel aufnehmen. Und zwar My Time at Portia oder Portia, je nachdem wie man es korrekt ausspricht. Aber dementsprechend kann ich das alles ein bisschen nach hinten einstellen. Super Smash Bros. Ultimate ist bei mir leider auch ein bisschen in Rückschritt geraten. Ja, ich komme derzeit halt nicht zu irgendwas, weil ich auch des Öfteren eher jetzt Resident Evil 2 aufgenommen habe. Ja, Freunde, ansonsten, ich hoffe natürlich, dass ihr im Allgemeinen nicht zu enttäuscht von mir seid, dass wir dann hier wirklich sehr bald das Harvest Moon Let's Play erstmal beenden. Wie gesagt, es wird nicht komplett zu Ende sein. Ich würde gerne dann schon nochmal zeigen, wie das ist mit der Heirat und so weiter. Da werde ich auch wahrscheinlich nochmal außerhalb der Aufnahmesession wieder mal weiterspielen und entsprechend mich mit irgendeiner Herzensdame anfreunden, die Tiere wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigen bzw. verkaufen, soweit es geht, außer Elsa und Shinji, also allgemein die ganzen großen Tiere, denn ja, mit denen auch beim Festival teilnehmen und gewinnen. Ansonsten, ja, Haus nochmal eine Stufe ausbauen, da muss ich halt jeden Tag eigentlich nur wieder Kram zusammensammeln. Da würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass ihr da dabei sein müsst. Ja, ansonsten, viel steht ja hier wie gesagt nicht mehr an. Da freue ich mich halt wirklich doch so ein bisschen schon auf nächste Simulations-Let's Play in der Hinsicht, also Farm-Simulationsspiel. Denn ein bisschen Abwechslung, zumindest ist, wo man auch ein bisschen
vielleicht bessere Interaktionsmöglichkeiten hat. Denn bei My Time at Portia, muss ich sagen, gibt es halt die Möglichkeit, noch viel mehr Dinge zu machen. Also ein bisschen mehr Richtung Stardew Valley, man kann halt ein bisschen gegen Monster kämpfen, muss halt viel mehr Sachen sammeln, man kann Sachen herstellen. Ich glaube, das Spiel Yonder ist eigentlich auch ähnlich gestrickt. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Müsste ich mich eigentlich noch mal ein bisschen erkundigen. Ja, möchte ich kaufen. Das Straußenküken geben wir jetzt noch einen Namen. Phönix. Oh, klar, lassen wir. Der Phönix. Zack. Und schon sind wir wieder viel Geld. Eine Teilzeitarbeit machen? Oder war das hier drüben bei ihm? Das war bei dir, ne? Die Teilzeitarbeit, Freundchen. Ah, guten Morgen! Vor langer Zeit nannte man diese Insel auch Regenbogeninsel. Wenn ich einen Regenbogen sehe, glaube ich, dass die alten Zeiten wieder da sind. Kann ich jetzt bei dir Teilzeitarbeit machen? Hey, du siehst gesund aus! Ja, danke. Ja, zu den anderen beiden Spielen, die ich gerade genannt hatte, Yonder und My Time at Portia, zuckt, wie gesagt, My Time at Portia oder Portia, werden, die beiden ähneln sich doch wohl ziemlich, hat mir zumindest ein Kumpel von mir gesagt, und, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches zuerst auf dem Markt kommt, beziehungsweise vom Early Access erhalten, ja. Ist ja auch egal. Ich brauche jetzt definitiv erstmal ein bisschen Ablenkung von meinem Resident Evil Let's Play, was ich aufgenommen habe. Denn da habe ich doch sehr abgestunken. Ich glaube, ich habe 30 Versuche beinahe gebraucht, um den vielleicht letzten Bosskampf zu bestreiten. Und immer noch nicht geschafft, denn ich schaffe es einfach nicht auf den Veteranenmodus mit dem wenigen Heilungsmöglichkeiten dort, weil ich habe leider nur noch dann eine, da zu kommen, und ich renne und gehe immer rein mit dem Gegner. Ja. Aber ich will auch nicht den Schwierigkeitsgrad umstellen. Yay! 190 Gold erhalten nochmal. Das Doof ist ja, wenn ich jetzt. Na klar, wenn ich doch jetzt das Straußenküken raushole. War das schon wieder mal so ein bisschen. Naja, gut. Die Tiere reinhole, kommt erst das Straußenküken raus und dann muss ich sie wieder reinlassen. Na gut, aber das kriegen wir schon hin. Ansonsten hoffe ich natürlich. Okay. Ist nicht irgendwie noch ein Dünger, der irgendwie das Wachstum beschleunigt? Müsste ich morgen mal gucken. Ob ich dann nochmal nachträglich einen Dünger irgendwie nochmal drüber hauen kann. Wenn es dann wirklich nochmal so einen gibt. Wäre es ja eigentlich sehr gut. Die Bäume, da brauche ich auch nicht so wirklich hacken. Alle noch ein bisschen zu klären. Ja, ansonsten, mich würde eigentlich interessieren, zum Beispiel, auf was für Spiele ihr es denn dieses Jahr, abgesehen ab so 2019, zum Beispiel beim Diddy weiß ich ja, der spielt jetzt erstmal auch Harvest Moon, Baum der Stille, nachdem ich ein bisschen damit wieder angefixt habe, finde ich eigentlich ziemlich gut. Aber auch für das Jahr 2019, zumindest diejenigen unter euch, die da so ein bisschen Überblick haben, werden ja bestimmt auf irgendein Spiel hoffen, das dieses Jahr noch rauskommt. Da würde mich gerne eigentlich mal interessieren, für diejenigen unter euch, was ihr so im Auge habt. Denn bei mir wird es sein, also zwei Spiele habe ich definitiv noch im Auge. Einerseits ist es Final Fantasy VII, das Remake. Da hoffe ich wirklich, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Wahrscheinlich wird es erst so zum Dezember hin. Und worauf ich auch noch sehr hoffe, ist The Last of Us, der zweite Teil.
Ja, da wäre ich eigentlich sehr verbunden den Entwicklern gegenüber, wenn da doch was noch in diesem Jahr rauskommt. Ich glaube nochmal Beyond Good and Evil 2. Oh ja, stimmt. Cyberpunk 2077 kommt ja auch noch von Red Project. Also von den Machern von Witcher, der Witcher-Serie. Das ist auch so eine Sache, da würde ich mich eigentlich auch ziemlich drüber freuen. Komm. Nix. There. So, na dann streicheln wir dich noch mal ein bisschen. Man den nicht? Okay, man kann ihn also wirklich nur per Hand streicheln. Dann soll's halt so sein. Sind ja auch drin, also können wir schon mal in den nächsten Tag gehen. Ab. Gucken wir mal, wie viel wir heute eingenommen haben. Wird eigentlich nicht viel sein. Genau. So, ja, stehen geblieben sind wir ja noch bei der Spielefrage. Ja, es gibt eigentlich noch so wirklich einiges. Oh, 1010 wenigstens. Die ich auch noch privat gerne spielen würde. Da ist aber halt immer die Sache, ne? Let's go. Die Zeit zwischen normal aufnehmen, also Let's Play aufnehmen, etwas spielen, was man vielleicht nur privat spielen möchte, aber vielleicht auch gerne Let's Play möchte. Oder was man halt ein bisschen für abwegig für Let's Plays hält, zumindest weil man keine Lust drauf hat. Andere Manko ist natürlich, man muss nebenbei natürlich noch arbeiten und hat natürlich noch ein bisschen Familie und Freizeit. Und dann sind die Wochenenden auch noch da, die ja natürlich auch schon ausgebucht sind. Irgendwie ist man ein bisschen doch kurz angebunden als Let's Player, sag ich mal, vor allem wenn man mehr aufnehmen möchte. Oh, Hamminger. Hey, guten Morgen Martin, wie geht's dir? Ich bin hier, weil ich dir etwas über das morgen stattfindende Neujahrsfest erzählen möchte. Na klar, erzähl mir davon. Silvester ist der letzte Tag des Kalenderjahres. Für die Leute ist es ein besonders wichtiger Tag, um über das vergangene Jahr nachzudenken und gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen. Es ist Tradition, das neue Jahr zu begrüßen, indem du dir mit deinen Freunden oder Verwandten den ersten Sonnenaufgang anschaust. Gut, dann viel Spaß beim Neujahrsfest. Okay, soll das jetzt heißen, ich muss dann irgendwo... Ah Gott, jetzt gucke ich mir gleich nochmal die Nachrichten an. Der Märzbecher. Groß natürlich, dass wir jetzt hier alles wieder mal gießen müssen. Was habe ich denn eigentlich hier oben eingebaut? Was waren das? Waren es diese Brotfrüchte nicht? Irgendwas wird es schon gewesen sein. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ding, ding. Eigentlich würde ich ja die Tiere gerne rausnehmen. Aber nein, weil es schneit, geht das nicht. Ach ja, ach ja. Einmal Wetterbericht könnten wir anrufen. Das, was es am Tag gibt, kriegen wir so in Erfahrung. Ab. Macht der Strauß, okay? Gut zu wissen. Haben wir das gerade bei Elsa so wenig von den Streichern, oder? Echt nur einen großen Streichler. Das ist ein Mist. Ja, wie bei den anderen Martin. 3-4 Mal mindestens. So was wird die arme Elsa nur einmal gestreichelt. Oh, hier Phoenix. Oh, du hast sie schon gegessen. Achso. Das klappt ja nicht bei dir. There. Jo. Zack. Ah, dich müssen wir noch melden dann. There. Ey, da
kann doch nicht schon wieder fressen. So eine Drecksau. Na gut, der hat ja halt leeren Behälter, glaube ich, ne, vom Vortag. Dann geh so. Machen wir es gleich mal so. Ich vergesse jedes Mal, dass ich das Teil einfach in die Tasche stecken kann. Warum kam das gerade vor, Elsa? Okay. Oh, Mädel, komm. Ja, ja, ja. Ah, famose Milch wieder mal. So, hier, mit euch quatsche ich noch, mit euch beiden, Shinji und Luna. There, there. Hat er nicht gesagt. Hat er. Warte mal, gab's hier nicht eine Truhe? Hat doch hier wohl schon sein. Mich gewundert, wenn es hier keine Truhe gegeben hätte. Mann, haben wir schon mal viel Famoses. Drücken muss, dass man reden muss. Na gut. Uha! Viele Enteneier. Nick hat natürlich auch aufgegessen. Natürlich irgendwie doof, dass man echt die... Oh ja, komm. Die Raupen nicht vermehren kann. Was ich irgendwie überhaupt nicht verstehen kann. Ich meine, gut, würde ich vielleicht machen, wenn man zwei davon hätte. Habe ich leider ja nicht. Erst rausholt. Hier, friss. Hedwig, friss. Stirb. Daisy, friss und stirb. Hier, Trixie, friss und stirb. Der Darkwing, du auch. Lucky muss auch fressen. Nicht fressen, weil ich rausgehe. Ich frage mich natürlich dann beim Neujahrsfest. Stück für dann. Immer noch schön an. Ob ich da halt natürlich dann zeitlich irgendwo hin kann vorher. Aber ich glaube eher nicht, ne? Ja, Donald, friss und stirb. Ja. Könnt ihr jetzt auch Holz fällen? Ja gut, wir gehen nochmal gucken, ob wir Holz fällen können heute. Also, ob die Bäume da größer geworden sind.
Und ansonsten hoffe ich, dass wir nicht jemanden fürs Neujahrsfest einladen müssen. Wenn ja, wäre das doof. Hey Rolf. Nicht wirklich groß geworden, Gott. Ah, nee, die sind mir zu klein, die Bäume. Lohnt sich gar nicht, die zu schlagen. Dann mache ich doch nochmal die Steine. Wieselschling, mach doch hier, Wieselschling. Eigentlich könnte ich heute nochmal Arbeit machen, aber die Tiere sind gefüttert. Ja, es lohnt sich eigentlich gar nicht für mich. Gucken wir nochmal in den Fernsehwetterbericht rein. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Ja, ja, ja. Bam, bam. Regenbogen kochen. Oh, wir kriegen nochmal ein neues Rezept. Das ist auch mal gut. Oh nein, schon wieder auf Englisch. Wieder Omelette. Hatten wir doch schon mal das eine Mal. All you need is love. All you need is love. Butter und Eier. Das sollte man eigentlich hinkriegen, ne? Na dann, Freunde, ich freue mich auf jeden Fall dann schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich weiterempfehlt oder auch gerne mal einen Daumen nach oben da lasst oder was in die Kommentare schreibt. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Harvest Moon, Baum der Stille und vielleicht zum letzten Mal. Wir werden sehen. Ich sage ansonsten noch ciao, ciao und schaltet wieder ein. Das ist nicht viel.